Ich tue Ihnen nichts. Ein Mann und eine Frau und ihre Kinder drumherum, Zenon und Elsa. Ihr Blick sehr direkt und sein scheues, verstohlenes Zurückschauen. Belanglose Worte, knappe Gesten. Sind das Ihre Kinder? Ja. Störe ich Sie? Nein. Es geschieht nichts Besonderes und doch ist danach alles anders. Am Tag danach fühlt sie sich unruhig und unbehaglich und er sinnt neu über sich und sein Leben nach. Rudolf Thomé ist ein wunderlicher Chronist. Seit einem Vierteljahrhundert erzählt er die Geschichte unserer Gesellschaft, indem er verfolgt, wie unsere leidenschaftlichsten Gefühle funktionieren. Auch in seinem neuen Film geht es wieder um das Abenteuer einer wahren Empfindung. Und wie immer bei Thomé wirkt alles selbstverständlich und einfach. So, als schaute man nur ein paar Menschen dabei zu, wie sie leben, lieben, träumen. Und eine Sache, die ich aber nicht vergessen habe, ist einmal die Einfachheit der Form dieser Töpferei und das andere die Unperfektion. Also wenn die gebrannt werden in den Öfen, dann passieren Dinge mit der Glasur und so, die nicht perfekt sind. Ja? Und gerade diese Dinge, ja, sind es, die da besonders geschätzt werden. Ja? Also die Sprünge und Unebenheiten, ja, das gehört dazu. Das ist das Wunderbare dabei. Ja? Und das hat mich maßlos fasziniert, weil es mit einer Sache eben zusammengetroffen ist, die ich in dem bisherigen Filmemachen eben auch gespürt habe und wahrgenommen habe bei mir, dass ich das gerne mag und habe das dann natürlich in Zukunft auch bewusster akzeptieren können, dass bei mir Dinge nicht so perfekt sind und dass das kein Drama ist. Ja? Und dazu auch führt, wie du es siehst, ja, dass die Filme für dich wie Skizzen oft wirken. Ja, nicht? Das hängt mit diesem Nicht-Perfekt-Sein-Wollen zusammen. Ja? Und das andere eben ist der Moment, immer einfacher zu werden. Ja? Einfachheit, also die Einfachheit, von der ich rede, ist ja nicht eine Einfachheit im Sinne von Richtung simpel, banal, ja, sondern das ist eine Einfachheit im Sinne wie ein japanisches Haiku. Begonnen hatte alles Anfang der 60er Jahre in München mit dem Schreiben übers Kino für die Süddeutsche Zeitung, die Filmkritik und Film. Ab 1964 dann die ersten Kurzfilme und darüber Kontakt zu anderen Filmemachern, die ähnlich dachten. Zu Klaus Lemke, Max Zielmann, zu Jean-Marie Straub. Wie ein paar Jahre zuvor in Paris, wo ein paar Franzosen anfingen, das Kino zu revolutionieren, Jean-Luc Godard und François Truffaut, Jacques Rivette und Eric Rohmer, geht es auch den jungen Münchnern um einen neuen, persönlicheren Blick auf die Welt. Ihre Auflehnung gilt nicht allein Papas Kino, sondern auch den behäbigen, neuen Filmen der Qualität. Filmen voller Talent und Geschmack, wunderschön fotografiert, aber nicht sonderlich kühn und modern. Dagegen setzen sie ihre anderen Filme, die Menschen nicht in abgeschlossene Welten einsperren, sie nicht durch Formeln, Wortspiele und Maxime verbarrikadieren, sondern sie vor unseren Augen sich zeigen lassen, so wie sie sind.
Sie wünschen? Ich weiß nicht. Ich kenne Ihre Trinksitten nicht. Sie kommen aus einem anderen Land? Man hat mich vertrieben. Ich hoffe, hier eine Ruhestätte zu finden. Hübsch haben Sie es hier. Ja, aber die Menschen sind hier auch nicht besser. Schade. Richtig schade. Whisky? Nein, eigentlich nicht. Ich brachte eine Weinflasche mit. Du musst deine Krawatte binden. Sag mal, hast du keine Freundin, die auf dich aufpasst? Du, selten. Mit mir hält's doch keiner aus. Ich habe alles versucht. Ich muss mein Leben ändern. Es wird auch Zeit. Ja. Viel weiter hast du es aber auch nicht gebracht. Hm. Warum hast du noch keinen von diesen Typen geheiratet? Oder hast du sie schon alle durch? Entschuldigung. Peggy. Du, was will der Typ? Was willst du trinken? Gibst du mir einen Gin Tonic? Bezahlst du? Kann man hier nicht anschreiben. Menschen vor unseren Augen sich zeigen zu lassen, so wie sie sind, darin liegt das Besondere, das Revolutionäre dieses Kinos der Moderne. In München wie in Paris. Die Maxime lautete, die Skizze wahrer als die genaueste Kopie, die Ausführung wahrer als die Komposition. Was mache ich mit dir? Ich habe keine Ahnung. Tja, gib's mal. Wir könnten zum Scharnberger See fahren. Ich arbeite eben gerne mit Improvisation. Ich arbeite gerne mit Schauspielern, die sich freier fühlen. Ja, sie fühlen sich freier bei einem improvisierten Film als bei einem normal festgelegten Film. Die Leute, die mitarbeiten, stecken mehr Energie in die Sache so schön wie möglich zu machen, aber nicht so perfekt wie möglich, weil es geht einfach nicht. Bei improvisierten Filmen. Ja. Improvisierte Filme wimmeln von Fehlern, sind dafür aber lebendiger. Rudolf Thomé, der geniale Naive des deutschen Films, seit über 25 Jahren. Er gehört weder zu den Malern noch zu den Dramatikern des Kinos. Ihn interessiert weder das schöne Bild noch das spannende Thema. Von Anfang an ist er vor allem auf Verzauberung des Alltags aus. Hierzulande ist er einer der wenigen, die dem Kino der Moderne bis heute huldigen. Er arbeitet gegen Lack und Glamour, auch wenn seine Filme gelegentlich ins Schweben kommen. Das rührt daher, dass er das Verhalten seiner Helden mit geradezu dokumentarischem Gestus einfängt. Er stellt betont künstliche Charaktere in eine betont alltägliche Umgebung und beobachtet die Folgen dann, mit dem präzisen Blick des Ethnographen. Aber ich habe